Mein Name ist Susanne Horn. Ich bin hier bei denen zuständig für das Thema CSR, Corporate Social Responsibility. Ein Begriff, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, der den Bogen ein bisschen weiter spannt als das Thema Nachhaltigkeit, mit dem wir hier in Deutschland oft operieren, nämlich von einer ökologischen Nachhaltigkeit über die sozialen und auch die ökonomischen Themen. Das Unternehmen hat sich schon immer als ehrbarer Kaufmann verantwortlich gefühlt und Nachhaltigkeit ist letztendlich Verantwortung. Wir haben hier in Mühlhausen sehr stark darauf geachtet, dass wir aus regenerativen Energien unseren Strom gewinnen. Und an einem Tag wie heute schaffen wir es tatsächlich, dass wir mehr Strom erzeugen, als wir hier in Mühlhausen verbrauchen können. Ein ganz wichtiges Thema ist hier bei uns gerade in unseren Neubauten das Thema Betonkernaktivierung. Mit dem können wir relativ energiearm unsere Gebäude heizen, aber auch kühlen im Sommer. Was dann natürlich auch für die Mitarbeiter wieder einen Vorteil hat, wenn es so warm ist. So kann ich gut arbeiten. Die soziale Nachhaltigkeit ist für uns bei denen schon immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Wir bekommen zum Beispiel jetzt hier in Mühlhausen auch ein Betriebsrestaurant, wo wir auf die gesunde Ernährung für die Kolleginnen und Kollegen achten. Wir haben Jobrad im Angebot, wir haben ein Gesundheitsmanagement, alles, das Arbeiten einfach auch Spaß macht. Ich bin Roland Schwab und ich bin seit 18 Jahren hier im Haus bei denen für die Produktion verantwortlich. Soziale Verantwortung ist für den schon immer sehr, sehr wichtig gewesen. Deshalb arbeiten wir auch schon jahrzehntelang mit vielen Behindertenwerkstätten im Raum zusammen. Unter anderem eben mit den Jura-Werkstätten hier in Neumark, wo uns wirklich eine langjährige Freundschaft und Partnerschaft verbindet. Ich heiße Bettina Radetzky und bin seit 6 Jahren und ein paar Monate in der Jura-Werkstätte in der Elektroabteilung. Bisher ist es so gewesen, dass wir Aufträge für Montagetätigkeiten an die Werkstätten vergeben haben und die haben in ihren Werkstätten dann unsere Produkte zum Beispiel montiert. Und jetzt werden wir den nächsten Schritt gehen. In Mühlhausen im Neubau haben wir jetzt die Möglichkeit dazu, eine Gruppe von Menschen mit Behinderung bei uns mitten in der Fertigung in der Stammmannschaft zu integrieren. Ich freue mich schon sehr drauf. Es ist alles behindertengerecht eingerichtet, so wie es sein soll. Wenn man was fertiggestellt hat. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Wir haben Standardarbeitsplätze definiert, die für alle geeignet sein müssen. Also wir entwickeln uns da auch in dem Projekt so weiter, dass davon alle unsere Mitarbeiter einen Nutzen haben werden. Es ist bei uns sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite die Nachhaltigkeit des Unternehmens betrachten, aber dass wir auch unsere Produkte nicht vergessen. Mit unseren Produkten können wir auch einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Nachhaltigkeit leisten. Das heißt, wir untersuchen gerade unsere Produkte auf ihrem gesamten Lebensweg. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie verarbeiten wir die Rohstoffe? Und was machen dann auch unsere Kunden mit den Produkten? Und versuchen auch dort ständige Verbesserungen zu etablieren. Meine Vision wäre, dass die Nachhaltigkeit in der Industrie ein ganz normales Thema wird. Wie die Forschung und Entwicklung, die Innovation ein normales Thema ist, muss auch die Nachhaltigkeit ein normales Thema werden, zu dem ich nicht verpflichtet bin, es zu tun, sondern wo ich eine Verantwortung dafür habe und wo ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen kann und ihnen die Möglichkeit geben kann, auch kreativ zu werden.